Über 100 Jahre war er eingegängt. Ende September 2016 war der Spatenstich für einen Befreiungsschlag. Und kurz vor der Weihnacht, am 21. Dezember, ist er aus seinem Bett befreit worden. Der Werderberger Bienenkanal. Und der Moment hat niemand verpassen. Der einstige Politiker und Filmemacher mit seinem Kameramann nicht, aber auch ein Haufen andere. Alles, was an Rang und Namen hatte. Standard-Bux, sein Interesse aber war werderbergisch und darüber raus. Dabei auch der St. Galler Bauchef, der Marc Mechler, der trotz unanmächtigem Wetter in die Region kam. Eindeutig ein Jahrhundertereignis. Der Beat Dinner. Heute ist ein Freudentag. Wie Sie sehen, ist innerhalb der Rekordzeit für den Werderberger Bienenkanal fachmännisch ein neues renaturiertes Gewässerbett erschaffen worden. Das wertet den Lebensraum auf. Vielleicht mögen Sie sich noch an den 26. September 2016, also vor rund 3 Monaten, erinnern. Dortzmal haben wir den Spatenstich für die Renaturierung vollziehen. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten und in wenigen Minuten werden wir nachher die Wassereinleitung vollziehen können. Das Werderberger Bienenkanal-Unternehmen wird künftig auf einem Teilabschnitt das Gewässer, sozusagen den über 100-jährigen Kanal, verlassen und sich dann selber einen Weg durch den revitalisierten Bereich suchen. Wir freuen uns, diesen historischen Akt zusammen und mit dem Baudirektor vom Kanton St. Gallen feierlich vorne tören zu können. Wir sind stolz, dass wir dank dem perfekten Zusammenspiel von verschiedenen Behörden, Interessengruppen, wie aber auch den Geldgebern, das Projekt so rasch haben können finanzieren und vor allem jetzt so umsetzen. Das ist aber nur möglich gewesen, weil die Ortsgemeinde Bux als Landbesitzerin von Anfang an hinter der Idee gestanden ist und die auch unterstützt hat. Im Abschnitt Aarebux bis Ochsensand wird jetzt also der Werderberger Bienenkanal künftig auf einer Länge von knapp 2 Kilometern in einem renaturierten Flussbett fliessen. Das Grin mit Flachwasserzone wird bis 60 Meter breit und wird das neue Landschaftsbild mit Auenwaldgebiet und Schilfbereich prägen. Insgesamt ist eine Fläche von 65'000 Quadratmeter naturnah gestaltet worden. Durch das Projekt wird der Werderberger Bienenkanal zu einem revitalisierten Paradies für Mensch, Tier und Natur. Fauna und Flora können sich hier entfalten. Fisch und Kleinlebewesen erhalten in der Flachwasserzone neue Lebensräume und Unterstände. Das trägt zur gewünschten Artenvielfalt bei. Zudem wird das idyllische Landschaftsbild für die Bevölkerung als Naherholungsgebiet am Werderberger Bienenkanal aufgewertet. Allein von der Grössenordnung her ist es für die Ostschweiz einmalig und gilt dank der intensiven Zusammenarbeit mit verschiedensten Interessenvertretern und Geldgebern, ich habe es bereits gesagt, auch als Vorzeigeprojekt. Und zweitens können wir ab heute mit wenigen Baggerschaufeln erdreich den langweiligen Werderberger Bienenkanal zum vielfältigen und lebhaften Bach werden lassen. Dies dank der Vision von Herrn Leander Albrecht vom Tiefbauamt des Kantons St. Gallen und seinen Mitstreitern, die den Anstoß zum Projekt gegeben haben. Der Startschuss für den Bau fiel am 26.09. dieses Jahres. Wer hätte das gedacht? In nicht einmal 60 Arbeitstagen haben es trotz vieler Skeptiker Herr Uli Schlegel und seine Mannschaft geschafft, tausende Kubikmeter Waldboden zu sieben, 60.000 Kubikmeter Erdreich auszuheben und wieder einzubauen, knapp 100.000 Kubikmeter zu verschieben, einen 300 Meter langen Lärmschutzdamm entlang der Autobahn zu bauen, das Gerinne zu gestalten und die neue Straße im Rohbau zu erstellen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2017 vorgesehen. In wenigen Jahren wird sich der Natur den von Menschenhand vorbereiteten Lebensraum zurückerobert haben.
Überzeugen Sie sich selbst. Ich lade Sie ein, spazieren Sie einmal über den Feiertage durch das neue Gelände. Sie werden es kaum wiedererkennen. Sie werden viel Neues entdecken und auch unsere Vision vom renaturierten Gewässer und Auwald schon spüren. Gewässereinleitung hier am Werdenberger Binnenkanal. Dabei sein zu dürfen, ist einmalig, für mich zumindest. Denn Sie wissen, ich bin noch nicht lange Regierungsrat, erst seit 6 Monaten. Ich habe zwar schon verschiedene Spatenstiche und Grundsteinlegungen dürfen beim Hochbauamt dabei sein, aber eine Gewässereinleitung ist für mich ein neues Terrain und deshalb freut es mich auch, dürfen hier dabei sein. Ich bin auch gespannt, ob es dann am Schluss auch funktioniert und ob die Planung, dass halb Wasser jetzt dann hier durchfliessen soll und bis im Frühling auch noch auf der anderen Seite, bin ich dann gespannt, ob das so wird passieren. Der Beat wird mir sicher Bericht erstatten, ob die Planung so erfolgreich war. Was aber mit Sicherheit weiss, ist, dass das Projekt hier am Werdenberger Binnenkanal einen Vorbildcharakter hat. Die Revitalisierung des Werdenberger Binnenkanal ist ein wichtiges Wasserbauprojekt im Kanton St. Gallen. Wenn das ganze Projekt abgeschlossen ist, werden wir auf rund 65'000 Quadratmeter eine neue Landschaft vorfinden. Mir obliegt die wirklich wichtige Aufgabe, glaube ich, jetzt einfach am Schluss noch im Namen von der Bevölkerung von Buchs, und ich nehme jetzt auch gerade die Nachbargemeinde, die Region dazu, auch noch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ich glaube, das ist eine einmalige Situation, die wir hier haben. Es wird etwas Tolles für die Bevölkerung geschaffen, es wird etwas Tolles für die Natur geschaffen, es wird etwas Tolles sogar für die Landwirtschaft geschaffen. Und Sie kennen wahrscheinlich, sonst gibt es da manchmal auch eher Konflikt. Und da ist alles in die Mine gelaufen. Es sind eigentlich, wie es schon gesagt worden ist, alles Gewinner da. Und ich bin auch sehr gespannt und danke allen, die sich da beteiligt haben, in irgendeiner Art und Weise. Bürgerinnen und Bürger von Buchs haben sich übrigens auch beteiligt, finanziell. Danke herzlich und ich wünsche uns, dass wir das wunderbar renaturierte Gelände, die 6,5 Hektare, auch in Zukunft als unseren Lebensraum anschauen und nutzen. Danke vielmals. Man darf gespannt sein auf den Lebensraum. Ein Wassersperre nach der anderen ist weggehoben worden und natürlich ist das Wasser dort hergeflossen, wo sie müssen herfliessen. Da hat man gesehen, es war alles genau berechnet, man hat nichts dem Zufall überlassen. Die kurze Bauzeit die ist nicht umsonst so zustande gekommen, eben nur darum, weil es eine genaue Planung war. Und auch hier, wo jetzt der Binnenkanal befreit wurde, war die Planung hervorragend gewesen. Und der Bauchef, der Marc Mechler, konnte zuschauen, dass das, was er dachte, könnte nicht eintreffen, im Werdenberg natürlich immer eintrifft. Das ist für ihn sicher eine Lehre. Ein halbes Jahr im Amt weiss er sicher dann im nächsten halben Jahr, dass wenn die Werdenberger etwas sagen, dass es eben dann auch stimmt. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wenn das Projekt nicht fertiggestellt ist, aber sicher auch schon während der Bauzeit, um ein bisschen zu schauen, wie sich das entwickelt. Die Region hat einen neuen Binnenkanal, einen neuen Nacherholungsraum und das ist ein Jahrhundertprojekt mit Sicherheit.